Willkommen zurück zu Let's Play Overlord Racing Hill. Führer der Schergenarmee. Das war nett. Im letzten Part haben wir erstmal ein paar Sachen gekauft. Und wir haben hier ein 20-Tonnen-Problem mit 8 Schergen besiegt. Das ist einfach so geil. Wir haben 8 Schergen. Gegen einen 20-Tonnen-Riesen geschickt, der da hinten rumstand. Mit dem Terror-Legion-Zauber. Haben wir mit 8 Schergen so den Giganten besiegt. Das müsst ihr mal vorstellen. Was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, sind 10 Stück davon. Nochmal 8 davon. Dann haben wir 18. Eins, zwei, drei, vier. Es ist etwas ungewöhnliche Aufteilung, das gebe ich zu. Dann noch ein paar Braune. Auf jeden Fall, wenn wir in die Glitzerminen hingehen, brauchen wir die wahrscheinlich alle. Höchstwahrscheinlich werden wir. Ist das die perfekte Mischung? Rote, grüne und noch ein ganz anderer Rest. Also die roten und grünen sind sehr wichtig. Die braune sollen mir einfach nur helfen, der Kampf gegen Zwerge und Schnecken und sowas. Der Typ hat ja gesagt, dass hier drin Schnecken lauern, also. Sogar hier ist so ein extra Warnhinweisschild. Vorsicht, Schnecken. Mit 3 Augen. Hä? Haben die Schnecken nicht nur ein Auge? Verwirrend, aber egal. Okay, ich hoffe, dass wir hier richtig viel Knete finden. In den Glitzerminen. Ich meine, unser Geld ist schon ein bisschen leer. Yo, Elfen, ihr seid frei. Wir haben seit Tagen keine frische Luft gehabt. Jetzt schon wieder. Such die anderen. Vielleicht sind sie noch am Leben. Wie viel Geld wir jetzt gerade bekommen haben, ist so krank. Oh, oh, Gold. Schnecke. Mein Gold, du Arsch. Holt euch dieses Gold, mein lieber Herr. Und kauft mir ein paar schöne Dinge. Tötet die riesige Schnecke und holt euch euren Goldwagen zurück. Ah, jetzt der bleibt wahrscheinlich so stehen. Deswegen habe ich auch übrigens die Grünen mitgebracht. Mit dem Terror-Legion-Zauber werden wir den einfach eiskalt platt machen. Genauso wie diesen Steinriesen. Diese braune. Braune, blaue, wartet mal in angemessener Reichweite, damit ihr nicht in den Kampf mit dazu rennt. Dem machen wir jetzt einfach mit den Schergen einfach alle so übermaß platt. Ich hoffe, sie rennen auf den drauf. Das Schild müssen wir dann weghauen. Im schlimmsten Fall rennen sie da drauf. Attacke! Yes! Auf mich! Geh auf mich! Auf ihn! Oh nein, nicht ihr! Egal! Und tot! Das meine ich! Ein böses Territorium muss finanziert sein, Herr! Das würde gut passen! Oh ja! Da hast du recht! Da hast du recht, Gnall! Das würde passen! Hi. Wenn ihr Gold sucht, weiter unten im Bergwerk ist jede Menge. Okay, danke für den Tipp, Elf. Ich wäre lieber von einer Schnecke gefressen, als dass ich es Gold überlasse. Seine Gier hat zu viele getötet. Ein Goldgieriger, nicht schlecht. Das wird wahrscheinlich unser nächster Endboss, oder? Ist, meine ich, der Terror-Legion-Zauber. So was Geiles ist das. Okay, nimmt man den Goldwagen mal mit. Der Terror-Legion-Zauber, das ist... Können da noch mehr mit anpacken? Nee. Ich sag's immer wieder gerne. Das ist einer der genialsten Zauber. Der ist einfach so unbeschreiblich stark. Und vor allem sterben meine Schergen nicht direkt bei einem Treffer von einem Gegner. Das ist so. Das ist so abartig geil.
Ich sehe ehrlich gesagt die Webzahl nicht, deswegen werde ich jetzt hier kurz mal pausieren müssen. Bis gleich. So. Und wieder da. Ich musste mal... Ja, jetzt sehe ich die Zahl wieder. Ich war nicht mal ganz sicher, ob ich jetzt aufnehme oder nicht, weil... Das ist blöd, wenn die Webzahl manchmal verschwindet. Hat, glaube ich, was mit Windows 8.1 zu tun. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Kann sein, dass ich mich auf jeden Fall versehen habe. Auf jeden Fall, die Aufnahme läuft weiter. Wo war ich? Terror-Legion-Zauber. Genialer Zauber aller Zeiten. Aber gegen die, gegen diese Zwerge werde ich das bestimmt nicht einsetzen. Ich hoffe, die gehen weg. Oder die schießen die Schnecke ab. Ja. Ja, da war da was. Gehen weg, ich hab's gewusst. Auf den. Und auf den. Aha. Noch mehr Fässer. Oha. Goldene Wände. Ich würde sagen, die Zwerge holen. Die Zwerge holt dir Gold von hier. Naja, ist ja Glitzermine, also. Ne? Glitzermine, Gold, ist schon klar. Hi. Und hier gibt's nochmal Grün, ne? Auch nicht schlecht. Okay. Mal schauen. Hier sprotzt Energie. Hallo? Die werde ich töten. Die werde ich schön umbringen. Heilige Mutter Gottes. Vorsichtig. Ha. Der Sprengstoff wird mich direkt umbringen. Oha. Ausweichmanöver. Oha. Schergen. Ganz vorsichtig. Wir wollen hier nicht zu viel wegmachen. Erstmal hier natürlich dieses Ge. Gott. Die Waffe nimmt ihr auch mal mit, genau. Ja, für dich. Den Wagen nimmt ihr auf jeden Fall mit. Ha? Gott. Rote, erschreck mich nicht. Das macht mir so Angst, ehrlich gesagt. Die Roten hier, die müssen nur eine Mine treffen, um uns wahrscheinlich in den Tod mitzureißen zu können. Da kommt ihr gar nicht dran. Egal. Die Roten müssen bloß nur eine einzige Mine treffen. Dann sind wir Geschichte. Macht mir echt ein bisschen Angst. Also einmal so ein unkontrolliertes Feuer und dann... Oh. Dieses Geräusch des Geldes. Das ist so schön im Ohr. Ich glaube gar nicht, wie schön das ist, gerade um sowas im Ohr zu hören. Was haben wir denn mitgegeben? Ja, komm, das wird aber funktionieren. Ach, hi, Zwerg. Feuer. Nee, nix da. Feuer. Nochmal Feuer. Ich stehe euch gerne als Schild. Da ist nix. Hi. So. Zwerg rechts, Zwerg links. Ein Zwerg links. Feuer! Von hinten nichts, gut. Und da ist noch so ein Wagen. Und Gold. Okay. Ein Mana-Brunnen. Ich wäre schon fast geneigt, den zu benutzen, aber meine Schergen sind einfach im Moment viel zu gut. Ich kann den leider nicht benutzen. Weil ich meine Schergen hier bestimmt nicht sterben lasse. Auf jeden Fall nehmen wir das hier erstmal mal mit. Den Wagen bitte mitnehmen. Ah, wow, wir haben schon weiter 10.000, das ist geil.
Das ist so geil. Das ist einfach so geil. Es ist geil. Wir haben beinahe 10 Tage. Das ist so geil. Wagen? Kommt er mit? Ja. Okay, dann gehen wir nochmal zurück mit den Wagen. Einfach nur, um unsere restlichen Truppen zurückzuholen. Hallo, Mitarbeiter, freundliche Bürger. Wie geht's denn so, meine elfischen Freunde? Tut mir leid, dass ich 10 von euch umgebracht habe. Okay, immer weiter mit dem Wagen. Wir können ihn eigentlich hier stehen lassen. Ja, komm. Den Wagen holen wir gleich zurück. Wir gehen mal weiter. Von da hinten kommen wir wahrscheinlich raus, ist meine Vermutung. Und uns fehlt noch ein weiterer Wagen. Wenn wir aus dem weiteren Wagen einfach gleich mal mitnehmen, dann machen wir das einfach als taktisch schlauer. Müssen wir nur vorsichtig mit den Minen sein. So ein guter Sprengstoff. Ich liebe diese Zwerge. Die lieben Sprengstoff und Gold. Das ist das wichtigste Zeug, das man haben muss. Okay, mach mal die Tür auf. Juhu, meine Zwerge. Wie geht's denn so? Onkel Papa ist hier, um euch zeigen, wie es zu geht. Hi. Ja, gut, macht ihr das, genau. Ja. Holt mal den weg. Oh je. Genau. Holt den mal zurück. So. Genug verloren. Oh Gott, was würde ich ohne die Blauen machen? Oder ohne die Roten? Oder ohne die Grünen. Naja, ja, oh ja, ohne die Grünen. Ich meine, die haben mir gerade den Kampf gegen den Steinriesen das Leben enorm verleichtert. Also, boah. Attacke. Und feuert. Hol mal den zurück. Genau. Perfekt. Also ohne die Blauen würde ich wahrscheinlich ausrasten. Oh, rote. Cool. Oh, oh. Ein Zwerg. Perfekt. Das normale. Da hinten ist wieder einer, der ballern kann. Aber hier. Rote knallt. Na. Braune tötet den. Ah. Genau. Ja, und dann noch den da. Genau. Das ist so einer. Schergen, wartet mal hier hinten. Um den kümmere ich mich. Ich bin so froh, dass sie... Genau. Perfekt. Schergen, kommt wieder runter. Attacke. Leute, wir helfen hier mal ein bisschen mit. Genau. So. Nicht schlecht. Wieder Unmengen an Zwerge. Die Kisten lasse ich mal stehen. Wieso, werdet ihr gleich sehen. Kommt mal zurück. Nein. Die Kisten dürfen. Attacke. Da hinten sind jetzt Elfen. Helft uns! Helft uns! Das Gold könnt ihr liebend gern haben! Oh, danke! Tötet die Tiere und befreit uns! Ja. Wir müssen die helfen. Da hinten sind zwei Schnecken, glaube ich. Wir werden mit unserer Armee erstmal so riesig Stückchen zurückziehen. Ja, ein bisschen weiter zurück. Ich hoffe, dass die 10 hier ausreichen werden.
Ich hoffe, dass die Schnecke einfach nicht schlau genug ist, um durch die Kisten hindurchzukommen. Ich zerstöre eine Kiste und hoffe, dass diese Schnecke da einfach nicht durchkommt. Okay. Mist, ich komme aber selber nicht durch. Ich hoffe, dass er dadurch hier nicht durchkommt. Okay, öffnet mal die Tore. Ah ja, wir retten euch. Wir retten übrigens die Elfen. Und tschüss. Nein! Kommt der durch? Ich hab dafür gesorgt, dass die. Verdammt. Mist. Wir müssen das anders machen. Ich hoffe, der dreht sich mal irgendwann einfach mal um. Ansonsten muss ich ihn bis hierhin hinlocken, wo der Sprengstoff rumliegt. Das ist jetzt nicht gerade die eleganteste Lösung, aber es ist wahrscheinlich die einzigste Lösung. Damit ich jetzt nicht alle meine Armee verliere. Ja. So. Blaue. Okay. Versuchen wir mal Kampf gegen die Schnecke. Die müssen wir jetzt wahrscheinlich mit Sprengstoff killen. Also anders geht jetzt nicht. Also, das könnte wahrscheinlich jetzt 40 Minuten dauern, wenn ich Pech hab. Na gut. Ich hoffe, der Speicher läuft in der Zeit nicht voll. Ja, dann habe ich ja noch 200 GB frei, aber... Feuer! Schießt! Ja, weg! Schießt! Schießt! Weg! Schießt! Weg! Schießt und weg. Schießt okay. Ah ne, warte mal, der folgt uns ja nicht. Die müssen wir ja herlocken. Ja, der folgt mir ja nicht automatisch, so wie andere Gegner. Ah, bisschen näher. Weg. Feuer. Okay. Nein. So, weg. Nein. Ach, jetzt zu spät. Komm her. Funktioniert nicht so, wie ich es will. So, hier sind aber auch 5 Sprengstoff. Stör, warte, ja, komm näher. Scheiße.